Hey, Rob hier. Es ist ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal wieder hier vor der Kamera stand, beziehungsweise dass ich wieder was hochgeladen habe, denn in letzter Zeit hatte ich irgendwie eine kreative Blockade, kann man wirklich so nennen. Ich habe mehrere Videos angefangen, aber habe zu keinem einzigen von diesen Videos ein richtiges Ende gefunden. Normalerweise ergibt sich das beim Dreh immer, dass man ein schönes Ende findet, beziehungsweise dass das Video in einem schönen Fluss läuft, und das war diesmal nicht der Fall. Deswegen dachte ich, dass ich jetzt ein kleines Update-Video mache zu dem, was passiert, was ist und alles Mögliche. So, das Video, worauf ich am meisten hinausgefiebert habe, ist Cookie gegen Firebird. Es kam etwas anders als erwartet. Und wenn ich etwas sage, meine ich komplett. Und das Video kommt, wir müssen nur noch ein Resümee filmen von dem Tag, wo wir alles noch ein bisschen kommentieren. Aber sonst ist das Video eigentlich so fast wie fertig. Dann Evoli habe ich jetzt letztens angefangen, den Spoiler mit der Karosserie zu verspachteln. Und es wird noch mehr Makeover-Videos geben, denn ich merke, es gibt noch ein paar Baustellen, die ich noch beenden möchte. Bei Cookie gibt es auch Neuigkeiten, da bleibe ich auch nicht an derselben Stelle stehen. Der kriegt neue Felgen. Und das wird eine kleine Herausforderung, denn diesmal gehen wir von 13 Zoll auf 14 Zoll und das ist beim 126er deutlich größer als die Norm, sagen wir es mal so. Also das wird auch nochmal interessant. Denn die große Problematik bei dem Ganzen war jetzt nicht die Größe der Felge, sondern der Lochkreis. Ich habe mit 4x100 gerechnet, denn es gibt Adapter von 4x100er Felgen auf ein 4x98er Auto. Das ist kein Problem. Hab dann die KBA nachgeschlagen, hab 90 Seiten Gutachten ausgedruckt, nur damit da drinnen steht, dass die Felgen den Lochkreis 4x108 haben. Ist natürlich jetzt nicht ganz einfach und auch nicht so wie geplant. Was aber auch typisch ist für diesen Channel. Aber das wird eine gute Videoreihe geben. Und noch eine Sache, nämlich, es gibt Clutch Kick Rupture Merch. Viele machen Patreon, viele Leute machen das, dies, das, jenes. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, sollt ihr auch was dafür bekommen. Deswegen habe ich mir das in einer Form eines Shops überlegt. Deswegen habe ich mich dann bei Redbubble registriert und dort dann meine Designs hochgeladen. Redbubble ist eine Seite, wo man eigene Designs hochladen kann und dann auf mehreren Produkten zur Verfügung stellen kann. Und genau das möchte ich euch bieten mit Clutch Kick Rupture Merch. Nämlich zum Beispiel, wir haben Sticker, Hoodies, T-Shirts. Jedes Design, was ihr jetzt zum Beispiel in diesem Shop seht, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, das hier hätte ich jetzt zum Beispiel gerne nur als Sticker, kein Problem, haben wir auch als Sticker. Willst du das als Hoodie, habe ich es auch als Hoodie, absolut kein Problem. Von daher stöbert gerne mal den Shop durch, wenn euch was gefällt, freut's mich. Wenn ihr noch Ideen für Designs habt oder Vorschläge, wie ich irgendwas besser machen kann, schreibt es in die Kommentare. Den Link für den Shop schreibe ich auch in die Beschreibung und in die Kommentare. Das wäre es jetzt fürs Erste. Ich merke, meine kreative, ausgelaugte Phase nähert sich dem Ende und dann sollte es bald wieder neue Videos geben. Na dann, see ya!